Es sind ungewöhnliche Bilder. Eine kleine Schlange und ein Tausendfüßler sterben mitten im Todeskampf. Diese kleine Schwarzkopfnatter wurde von Wanderern in einem Nationalpark in Florida Keys gefunden. Die Parkwächter senden den Fund an Forscher im Florida Museum of Natural History. Und diese sind überrascht. Bei der Schlange handelt es sich um die sehr seltene Art Tantia oolitica. Eine Sichtung der Schlange habe es zum letzten Mal vor 4 Jahren gegeben, so das Museum. Aber wie ist das Tier zu Tode gekommen? Normalerweise können Schlangen Beutetiere fressen, die ein Vielfaches ihres Körperdurchmessers haben. Schlangen können ihre Kiefer dafür aushängen und somit ihr Maul vergrößern. Mit Hilfe eines 3D-Modells konnten die Wissenschaftler eine digitale Autopsie des Reptils und Insektes durchführen. Dieses gibt den Forschern Hinweise, was zum Tod der kleinen Schlange geführt haben könnte. Im Inneren des Tiers sind Verletzungen zu sehen. Der Tausendfüßler hat in seinem Todeskampf wahrscheinlich die Schlange verletzt. Inwieweit diese Art gegen das Gift ihrer Beute geschützt ist, ist noch unklar. Allerdings verletzte das Insekt auch Teile der Atemwege der Schlange, sodass sie erstickte. Die amerikanische Schwarzkopfnatter ist nicht giftig und wird in der Regel nicht größer als 20 cm. Seit 2007 steht die Art auf der UUCN-Roten Liste der bedrohten Arten. Vor allem die wachsenden Städte und der damit verbundene Rückgang ihres Lebensraums sind der Grund dafür. Es ist das erste Mal, dass Forscher ein 3D-Modell dieser Schlangenart angefertigt haben. Bisher gab es doch keine Beobachtungen vom Fressverhalten der Tiere. Die Wissenschaftler des Museums haben ihre Daten der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, damit auch andere Herpetologen und Forscher Einsichten über das Verhalten von Schwarzkopfnattern bekommen können.